Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute meine Final Fantasy Top 20 Soundtracks. Wenn euch dieses Video gefallen tut, lasst doch einen Daumen hoch da, folgt mir auf Twitch, Link ist in der Beschreibung und ich wünsche euch alle einen schönen Advent und schreibt in den Kommentaren am besten, was euer Lieblingssoundtrack vom Final Fantasy Franchise ist. Viel Spaß! Platz 20, Final Fantasy 15, Insomnia Somnus. Ja, Final Fantasy 15 hat leider das Problem, dass es einerseits den besten Soundtrack überhaupt hat, weil es hat beinahe jeden Soundtrack wegen des Radio vom Auto, aber eigenständige Soundtracks hat Final Fantasy 15 nicht wirklich, also mindestens keine richtig, richtig gute. Es gibt vielleicht eine Handvoll, wenn überhaupt. Aber Somnus ist gerade das Werk, was ich am besten finde, dass es auch gerade so in den Top 20 geschafft hat, weil es hat schon durch diesen ganzen Chor im Hintergrund ein eigenständiges Soundbild und das feiere ich. Und es passt auch zum Endgame vom ganzen Spiel. Ja, deswegen Platz 20, Final Fantasy 15, Somnus. Platz 19, Final Fantasy 16, International Rift. Ja, Final Fantasy 16 hat schon einen geilen Soundtrack. Also dieses Werk hat es in den Platz 20 geschafft, das andere nicht. Also was noch rein theoretisch da gewesen wäre, wäre noch das Ultima-Theme ganz am Schluss, also gegen den Endkampf. Dann hätten wir noch zwei weitere Bosskampf-Soundtracks. Einer ist in den Honorable Mentions später noch drin. Den werdet ihr dann sehen, der es gerade so in den Top 30 im Prinzip ist und deswegen nicht in den Top 20 reingeschafft hat. Aber International Rift ist leider so ein Ding und das werdet ihr auch im Laufe dieser Liste merken. Es gibt so einzelne Soundtracks vom Final Fantasy Franchise, wo immer mega episch und richtig geil hören, die aber nur ein einziges fucking Mal in dem Spiel vorkommen werden. Und das ist auch bei diesem hier. Ich finde diesen ganzen Core im Hintergrund und die Stimmung ist total mega geil. Also gerade wenn ihr in diesem Part vom Spiel seid und Ultima erklärt euch, warum er so ist, wie er ist. Und deswegen Platz 19, Final Fantasy 16. Platz 18, Final Fantasy VII Remake, Collapsed Expressway. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, aber drauf geschissen. Das ist dabei, ich will nicht jedes Mal Atmosphäre sagen, aber dieses Lied ist erstens mega geil und zweitens ist es eins der wenigen Soundtracks in diesem Spiel, die nicht auf die alte Fassung nämlich basieren.
wo es im Prinzip ein neues Remake ist von einem alten Soundtrack oder so. Nein, das ist ein eigenständiges Werk, was mega geil ist, hat richtig gut gepasst zu der Stelle und einer meiner Favoriten. Platz 17, Final Fantasy 13-2, Knights of the Goddess. Ihr werdet gerade aber im Hintergrund Lightning Returns sehen. Ich habe kein richtig gutes Footage gefunden von Final Fantasy 13-2. Und ich finde gerade in diesem Trailer von Final Fantasy Lightning Returns passt das Soundtrack einfach perfekt rein. Bei Final Fantasy 13 ist das Problem, ich weiß leider nicht mehr so viele Soundtracks im Kopf. Ich bin ja zwar ein bisschen die OST durchgegangen, aber das wäre jetzt nicht fair, wenn ich einfach nur jetzt sage, komm, ich gehe jetzt die komplette durch. Das Problem ist halt, dass Final Fantasy 13 bei mir echt lange her ist. Aber der Soundtrack, der ist bis heute in meiner Liste immer noch. Also ich höre ja auch, wenn ich unterwegs bin, immer OSTs an von Spielen. Und die ist auf jeden Fall immer noch drin gewesen und ich feiere die immer noch. Deswegen ist die auf Platz 17. Platz 16, World of Final Fantasy, Mako Reactor Theme. Ja, das ist natürlich im Prinzip ein Remix vom Final Fantasy 7 Mako Reactor Theme. Und ich muss sagen, das ist von den ganzen neuen Versionen von Mako Reactor die beste. Ich habe die geliebt. Ich habe das ja damals geletsplayed, falls die Leute die Videoreihe noch kennen. Nicht zu Ende, aber ich habe es auf jeden Fall, bis zu der Stelle hatte ich es auf jeden Fall schon gespielt gehabt. Und wer das gesehen hat, hat richtig gemerkt, wie ich das abgefeiert habe, diese Neuinterpretation von diesem Lied. Und ja, World of Final Fantasy, auf jeden Fall eins dieser Spiele, die ich auf jeden Fall noch im Nachhinein noch auf Platin zocken werde. Das Lösungsbuch liegt hier bei mir zu Hause und wird irgendwann mal gestreamt, sage ich euch. Aber für diese Liste ist es nur Platz 16. Platz 15, Final Fantasy 9, Something to Protect.
ja, das im Prinzip Kampf-Beatrix-Theme, was aber besser ist als das Original-Beatrix-Theme. Das Beatrix-Theme ist ja ein bisschen langsamer, ist auch nicht schlecht, hat ein bisschen Elegantes, aber das hier ist einfach ein Banger. Ich feiere dieses Lied so hart, weil das, wo es dann vorkommt, nämlich wo wenn ihr mit Steiner und Beatrix Seite an Seite Alexandria beschützt, das ist so gut inszeniert, das passt einfach 1:1 und deswegen ist es mein Platz 15. Platz 14, Dissidia 012, Find Your Way. Das ist im Prinzip eine neue Version von Find Your Way von Final Fantasy 8. Und ich finde, diese Version ist besser als das Original. Diesbezüglich habe ich es auch in dieser Liste. Im Normalfall wäre nämlich dann das Original auf diesem Platz. Aber da ich diese Version auf jeden Fall tausendmal besser finde, ist dies auf Platz 14. Platz 13, Final Fantasy X HD, Sirens of the Mountain. Ja, hier muss ich auf jeden Fall das HD natürlich bezüglich erwähnen, denn beim Final Fantasy HD wurde der ganze Soundtrack nochmal remastered auch. Also wenn ihr im Prinzip die OST von Final Fantasy X original hört und die von 10 HD, werdet ihr Unterschiede merken. Das gleiche war ja auch bezüglich bei Kingdom Hearts so. Und dies ist eins, ich finde, das Lied passt die Atmosphäre total. Dieses Ich bin auf dem Eisberg einfach. Das passt 1:1. Es ist so stimmungsvoll und die HD-Version ist mega. Deswegen gönnt euch. Platz 13. Thank you.
Platz 12, Final Fantasy 7 Remake, Hollow. Ich weiß jetzt noch nicht bei der Aufnahme, ob ihr jetzt im Prinzip das Originallied hört, was in den Credits auch kommt, wo gesungen wird, oder ob ihr das von der Stadt nur hört, in den Slums. Denn ihr wisst ja, Copyright Final Fantasy ist immer so eine Sache. Deswegen, auf jeden Fall, hat mich geflasht, weil erstens habe ich gar nicht mit einem neuen Soundtrack gerechnet beim Remake. Also mit einem ganz neues, eingesungenes Lied habe ich gar nicht damit gerechnet. Und auch wenn es das Theme von den Slums ist, es ist auch eins der wenigen Sachen, die neu gemacht worden sind. Also es ist kein Remix jetzt von einem alten Theme aus dem Final Fantasy VII Spiel, sondern ein neues. Und ich finde, dieses ist auf jeden Fall zu Recht auf dieser Liste. Platz 12, Hollow. Platz 11. Final Fantasy 1 Chaos Tempel oder auch Chaos Shrine. Ich muss da gucken, weil irgendwie ist es in jeder Version heißt es anders. Auf jeden Fall ist es diese Pixel Remastered Version. Das ist ganz neu in meiner Liste erst vor kurzem hinzugekommen, weil ein paar Leute, die mir im Stream folgen, wissen ja, dass ich im Prinzip gerade die ganze Final Fantasy Pixel Remastered auf Platin zocke. Und das ist eins der wenigen alten Soundtracks, die rausgestochen haben, die ich auch mega geil gefunden habe. Aber ich habe jetzt beispielsweise kein Problem gehabt, in diesem Bereich irgendwie in Anfang an ein bisschen zu grinden. Und ja, deswegen meine Platz 11, Chaos Tempel von Final Fantasy 1. Pixel Rammer. Platz 10, The Opress, in Klammern Duo Recoms. Das sind im Prinzip beide Lieder auf demselben Platz, weil im Prinzip ist es beides dasselbe Lied, nur das eine ist die Normalversion und die andere ist die Techno-Kampfversion. Und die sind ein Remix vom originalen Walmart-Theme, beziehungsweise auch Rocket Town-Theme vom Final Fantasy VII Spiel. Und ich feiere das übelst, gerade diese Techno-Beat später, also auch die Anfang-an-Phase, dieses Rap, 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 gerade von den Charakteren. Also das war eins meiner Highlights auch beim Remake, die habe ich so gefeiert und mein Bruder auch. Und deswegen, das Theme ist auf jeden Fall auf Platz 10.
Platz 9, Final Fantasy 7, Sending a Dream into the Universe. Das ist im Prinzip das Sid-Theme, nur in langsamer und epischer. Und Sid, Lieblingscharakter, gebt euch. Platz 8, Final Fantasy VII Crisis Core, The Price of Freedom. Ja, das ist wahrscheinlich bei vielen Leuten in den Top 3, bei mir ist es gerade so in den Top 10. Ich finde, das Lied ist cool, passt atmosphärisch auf jeden Fall zum Ende vom Spiel und es ist im Prinzip das Sek 4 Theme jetzt, das neue. Und ja, zu Recht auf dieser Liste. Platz 7, Final Fantasy 7, Jurts of Cerberus, Redemption von Kakt. Das ist eins von zwei Liedern von Jurts of Cerberus. Das Spiel wird ganz schön getrashtalkt, lasse ich mal so stehen. Es hat leider bis heute ja kein Remastered bekommen oder so, wobei ich finde, es hätte eins verdient. So schlecht ist das Spiel nämlich auch wieder nicht, da gibt es im Final Fantasy Franchise viel Schlimmeres. Auf jeden Fall, dieses Lied kommt auf jeden Fall gegen Ende vom Spiel. Es ist übelst ein Banger, ist eines der wenigen Lieder, wo ich damals dann auf japanische Musik überhaupt umgeschaltet habe. Und ja. Platz 6, Final Fantasy 8, Corporation of Time.
Hier sind wir wieder bei diesem Punkt. Ein Lied, was nur einmal im ganzen Spiel vorkommt. Und das ist genau kurz bevor ihr in Artemisias Schloss ankommt. Diese Zwischenwelt. Und ich feiere das. Diese Atmosphäre auf jeden Fall. Ich will nicht immer so oft das Wort benutzen, aber es passt halt einfach da eins zu eins. Gerade dieses, wo ihr den Chor so hört, dieses. Das passt einfach mega geil zum ganzen Bild. Und das ist ja eh so eine Sache, die Nobuo Uematsu ja sowieso total hingekriegt hat. Deswegen zu Recht auf Platz 6. Final Fantasy 8 Comparison of Time. Platz 5, Final Fantasy 9, You Are Not Alone. Das ist auch eins dieser wenigen Soundtracks, die im Final Fantasy Universum nur einmal vorkommen. Diesbezüglich ist es im Final Fantasy 9 nämlich in dem Punkt, wo Zidane nämlich seine Existenz anzweifelt, weil er eigentlich nur ein Klon ist, und seine Freunde unterstützen ihn und rempeln ihn wieder auf, dass er wieder zu sich kommt. Und ich feiere dich. Ich feiere den Soundtrack übelst, ich feiere diese Stelle im Spiel. Zu Recht, Platz 5. Platz 4, Final Fantasy 7, Advent Children, One Weekend Angel. Ihr werdet wahrscheinlich aber Final Fantasy 7 Original und das originale Final Fantasy 7 One Weekend Angel hören, da bei Advent Children immer Copyright Strikes kommen. Ich weiß nicht warum, ich habe es jetzt schon ein paar Mal getestet gehabt, noch bevor ich überhaupt dieses Video angefangen habe zu schneiden, weil bei dem war ich mir ziemlich sicher, da gab es schon früher mal einen Strike dafür, und deswegen werdet ihr jetzt nur das Original sehen. Absoluter Banger, also ich glaube, das ist eins der Gründe, warum Sephiroth so dermaßen im Gedächtnis geblieben ist, als der Boss, der Bosse aus dem Videospiel-Franchise. Und deswegen auch zu Recht auf dieser Liste.
Platz 3, Final Fantasy X, Sir Aaron Theme. Das Theme von allen Charakteren, das ich am meisten feiere. Wobei nicht ganz, wenn man es rein theoretisch sieht, vielleicht Platz 1 ist auch vielleicht ein Theme von einem Charakter. Aber auf jeden Fall, das von Sir Aaron ist mega cool. Der Typ ist mega cool. Sein Abgang ist mega cool. Ich glaube, neben dem Duden müsste ein Bild neben cool einfach Sir Aaron stehen. Auf jeden Fall zu Recht, deswegen auf meiner Platz 3 das Theme von Sir Aaron aus dem Original Final Fantasy X Soundtrack, nicht das vom HD. Platz 2, Final Fantasy 7, Toast Wolf Fight in Future. Oder auch das Boss-Theme einfach vom Original Final Fantasy 7 Spiel. Das ist das Boss-Theme, neben vielleicht Metal Gear Rising, was ich einfach finde, ist es das Beste überhaupt. Die Inszenierung gleich, also im Prinzip der Anfang vom Lied ist einfach gleich so richtig Banger, so so dass du weißt, oh Gott, jetzt wird's kritisch, Alter, jetzt kommt ein Über-Mac, Alter. So, und später kommt noch eine Stelle, die ich jedes Mal, also die Leute, die mir mal das Let's Play angeguckt haben vor 3 Jahren, wo ich es kurz mal angefangen habe, aber dann abgebrochen habe, weil der alte PC ja geschrottet ist und das Spiel dann weg war, der weiß, dass ich im Prinzip an einer Stelle immer abgehe bei dem Film, egal wie oft ich es höre, und deswegen auf jeden Fall Platz 2. We'll be right back.
Und ungeschlagen auf Platz 1, Final Fantasy 8, The Man with the Machine Gun. Beste Theme, bestes Battle-Theme auf ewig, den ganzen Final Fantasy Franchise. Ich liebe es und es war noch nie aus irgendeiner Playlist von mir raus. Es ist schon immer drin gewesen. Für mich der absolutste, geilste Soundtrack vom ganz Final Fantasy Franchise. Zum Abschluss will ich euch noch sagen, ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest, weil ich glaube nicht, dass ich auf die anderen Adventstage es schaffe, noch Videos rauszuhauen. Ich hatte es eigentlich geplant gehabt, aber dann kam mir so ein in der Arbeit so ein kritischer Monat rein, der mir alle meine Planung ruiniert hat. Deswegen wird es wahrscheinlich sowieso im nächsten Jahr dann eine Umplanung geben. Es wird auch wieder mehr Main-Videos geben. Ich versuche mindestens noch auf Silvester noch meine Top 10 Videospiele dieses Jahres noch rauszuhauen, mit wahrscheinlich Top 5 Flops, weil so viele Spiele habe ich gar nicht gespielt. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.